Hallo und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde, zu Castle Story. Ja, nicht mehr lange und wir haben das letzte bisschen fertig. Dann heißt es noch den Rest aufbauen, anmauern und so. Die sind noch fleißig am Graben hier. Zwei Ebenen haben wir noch. Wenn wir bei der letzten sind, müssen wir mal hier einen neuen Abschnitt planen. Und ja, ich glaube, viel mehr als den Berg hier brauchen wir auch nicht. So, werde die füllen. Habe ich mir seit der letzten Aufnahmesession ein bisschen Gedanken gemacht. Unsere Plattform. Also ja, wenn wir die so hoch machen würden. Ah, falscher Plug. B-Plug. Das wollte ich nicht. Manchmal haben die so Probleme mit dem Andocken. So. Ist, glaube ich, dann zu groß. Weil ich kann ja leider keine hier an. Dran machen. Also ja, das klappte leider doch nicht. Müssen wir so groß lassen. Können aber dann wenigstens das Ganze so ziehen. Und ja, was Treppe angeht, haben wir halt nicht die große Auswahl. ja. Fast. So, hätten wir das gerne. Ja, wie gesagt, ich habe keine Möglichkeit gefunden, mit den Rampen drumherum zu bauen. Auch wenn das auch sehr komisch dann aussieht, so. Es gibt halt leider keine Leitern. Und ja, das sieht auch sehr komisch aus. Na gut, das Einzige, was wir noch machen könnten, ist eine gerade Rampe. Die wäre aber ewig lang.
Ah ja, eine Rampe um die Ecke geht halt leider nicht. Und ja, die hier wäre auch nicht viel kürzer. Ich meine, so eine lange Rampe brauchen wir dann nun doch auch nicht. Also vielleicht verwerfe ich das mit den Plattformen und baue richtige kleine Wachtürme hin. Also wirklich, da sehe ich so eine nicht gerade so, sondern na, das hilft auch nicht viel. Wenn dann so. Ich bin geradezu doof. Ich will einen Einser Eingang haben. Ah, lass mich gerade, den erreiche ich dann nur wirklich mit so einem Half-Brick. Ja, jetzt ist das da innen drin quadratisch. Und dann halt einfach die Treppe. Hier einmal hoch oder so. Aber jetzt erstmal gucken nach unserem Bauvorhaben hier, weil das müssten wir mal in die Breite erweitern. Dass die hier noch was schaffen. Und da drüben müsste ich nach dem Quarry gucken. Ja, wir sollten jetzt langsam den nächsten Abschnitt des Quarrys planen. So. Maximal bis hierhin, dass die noch hier rumlaufen können. Und die Treppe hierhin am besten. Oder noch besser dahin. Weil weiter. Viel weiter rüber können wir. Ich habe ja schon auf maximale Länge gezogen. Ne? Ja, sieht so aus. Also ja, das ist dann unser neuer Steinbruch. So, die füllen hier. Dann können wir uns ja weiter um unseren Bauplan hier kümmern. Ich will nämlich eigentlich auch diese Türme nicht zu hoch bauen. Das wäre 4, machen wir 5. Das ist nämlich 1 höher als die, als der Zaun außen. Und ja, größer als 2 braucht der Eingang auch nicht sein. Thank you.
Wenn ich jetzt bereit überlege, bräuchte ich nicht mal einen Eingang. Also dann könnt wirklich das so machen und... außen sozusagen die Treppe machen. Also so ungefähr. Ja, hier in der Mitte einen Pfeiler. So. Und hier die... ja, das sieht aus wie ein Klotz. Alles nicht so wirklich, wie ich es mir vorstelle, muss ich zugeben. Dieses Spiel hätte wirklich Leitern gebrauchen können. Ich meine, es gibt Zugbrücken, Hängebrücken. Ja, wie hoch gehen Hängebrücken, ist die gute Frage. Also was für ein Höhenunterschied. Fünf wird zu hoch sein. Also ja, die maximale Breite, die so eine Hängebrücke braucht, ist glaube ich 3. Gehen wir nochmal zurück zu unserem... Original... Plan. So, das wäre unsere Plattform. Und jetzt hier ganz verwegen eine Brücke hinsetzen, na, würde nicht gehen, schade. Eins, zwei. Kann ich überhaupt auf zwei solche Säulen eine Brücke setzen, ist die Frage. Ne, kann ich erstmal nicht, weil die Dinger irgendwie seltsam sind. Das wollte ich nicht. Ich will bitte hier, Tier. Das könnte ich machen. Das
Das sieht sogar gar nicht mal schlecht aus, jetzt so auf den ersten Blick. So, dann bräuchte ich halt hier überall. Erstmal Dinger. So, und auch im Innenleben bräuchte ich. Upsala. Holz. Ja, dass das ein bisschen schick aussieht. Also ja, sowas könnte ich mir gut vorstellen. Könnte das Ganze natürlich auch eine Nummer kleiner machen. Aber so sieht das Ganze sehr, sehr, sehr komisch aus. Aber überlegen, wie könnte ich das eine Nummer kleiner machen? Also ja. Ich könnte Baumstämme nehmen, aber nee. Gucken wir erstmal wieder nach unseren Leuten hier. Und das läuft soweit. Die haben nichts mehr zu tun im Quarry. So. Okay. Also planen wir nochmal von vorne. Aber ganz ehrlich, das würde wirklich kacke aussehen. Das würde man aber kein Vierer hinkriegen. Wir haben gelernt, ein Dreier ist zu schmal. Aber das sieht echt seltsam aus dann. Wobei das halt auch gehen würde. Hier hätten wir halt das andere Problem, wenn ich stattdessen hier einen Vierer machen würde. Also zwei platzt in der Mitte. Und sagen würde, platzier's da drauf. Würde das auch klappen? Hey.
Wie würde das dann aussehen, wenn wir es fertig bauen würden?